Herzlich willkommen, ihr Wortschätzchen. Heute wollen wir uns die deutschen Buchstaben, das Alphabet und das Buchstabieren ansehen. Seid ihr bereit? Na dann los! Das deutsche Alphabet besteht aus 30 Buchstaben, 26 Grundbuchstaben, drei Umlauten, Ä, Ö und Ü und dem scharfen S oder SZ. So sieht das Alphabet dann komplett aus. A, B, C, D, E. Natürlich gibt's das Ganze auch in der kleinen Ausgabe. F, G, H, I, J. K, L, M, N, O. P, Q, R, S, T. U, V, W, X, Y, Z und Ä, Ü, Ö und das scharfe S oder SZ. Man kann die Buchstaben auch unterteilen in die Selbstlaute oder Vokale. A, E, I, O und U. Die Umlaute, Ä, Ü, Ö und die ganzen Mitlaute oder Konsonanten, also der Rest. Die Bezeichnung eines Buchstabens oder wie man ihn ausspricht, ist dann A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ü, Ö, S. Wie buchstabiert man das jetzt? Ich telefoniere mit jemandem, er sagt zu mir, können Sie mir Ihren Namen buchstabieren, Valentina Aranivcu? Wie mache ich das? Dafür gibt es im Deutschen eine Buchstabiertafel, die nicht jeder verwendet, aber die eigentlich üblich ist. Zumindest versteht sie jeder. Diese Buchstabiertafel ist Standard seit 1950, also schon etwas älter. Die Buchstaben haben Bezeichnungen, die schauen wir uns jetzt alle mal an. A wie Anton, B wie Bertha, C wie Cäsar, D wie Dora, E wie Emil, F wie Friedrich, G wie Gustav, H wie Heinrich, I wie Ida, J wie Julius, K wie Kaufmann, L wie Ludwig, M wie Martha, N wie Nordpol, O wie Otto, P wie Paula. Q wie Quelle, R wie Richard, S wie Samuel, T wie Theodor, U wie Ulrich, V wie Viktor, W wie Wilhelm und X wie Xantippe. Für Y gibt's nur das Y, Z wie Zacharias, Ä wie Ärger, Ü wie Übermut, Ö wie Ökonom, SZ hat seinen eigenen Namen, CH wäre dann Charlotte und SCH wäre Schule. Wie buchstabiere ich jetzt meinen Namen Valentina Aranivcu am Telefon? V wie Viktor, A wie Anton, L wie Ludwig, E wie Emil, T wie Theodor, I wie Ida, N wie Nordpol und A wie Anton. A wie Anton, R wie Richard, A wie Anton, N wie Nordpol, I wie Ida, F wie Friedrich, K wie Kaufmann und U wie Ulrich. Vielleicht macht ihr hier mal eine Pause und buchstabiert euren eigenen Namen. Versucht es. Geschafft? Super! Ab 2022 gibt es eine neue Buchstabiertafel, in der nur noch Städte genutzt werden. Das soll einfacher sein, aber wird wohl etwas dauern, bis alle sie nutzen.
Die neue Buchstabiertafel sieht also so aus, für Wirtschaft und Verwaltung nach DIN 5009. Ich habe euch beide Buchstabiertafeln auch unter dem Video verlinkt als PDF. Die Städte im Einzelnen wären also Aachen, Berlin, Chemnitz, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Goslar, Hamburg, Ingelheim, Jena, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Offenbach und Potsdam, Quickborn, Rostock, Salzwedel, Tübingen, Unna, Völklingen, Wuppertal, Xanten, Ypsilon, da gab's wohl keine Stadt, und Zwickau. Bei den Umlauten gibt's jetzt hier eine Änderung. Es heißt nicht mehr Ärger oder es gibt keine Stadt mit Ä, sondern es heißt Umlaut Aachen, Umlaut Unna und Umlaut Offenbach. Das scharfe S oder SZ heißt weiterhin SZ und Buchstabenkombinationen WCH werden einfach aufgeteilt in ihre Buchstaben. Chemnitz Hamburg oder für SCH Salzwedel Chemnitz Hamburg. Noch ein Tipp, wenn ihr buchstabiert, manchmal benutzt man ja nicht nur Buchstaben, sondern möchte eine Telefonnummer durchgeben, die Verbindung ist schlecht und auch da gibt es zumindest einen kleinen Hinweis, einen kleinen Tipp. Die Zahlen im Deutschen von 0 bis 9 heißen einfach 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Klar, warum habe ich hier nicht 2 gesagt? Es gibt eine Verwechslung zwischen 2 und 3, sehr oft, wenn man eine schlechte Verbindung hat, und deswegen sagt man hier 2. Ähnlich ist es bei den Monaten Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Also auch hier die mögliche Verwechslung zwischen Juni und Juli. Deswegen teilt man beide gleich schön auf, dass sie sich richtig unterschiedlich anhören in Juni und Juli. Ihr seid jetzt Buchstabierprofis. Das freut uns natürlich. Ich freue mich auch auf eure Kommentare, Kritiken, Wünsche. Wenn ihr nichts verpassen wollt, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt hier, dann abonniert den Kanal, schreibt uns einfach an die E-Mail-Adresse oder hinterlasst Kommentare unter dem Video. Ich bin auch gerne für Vorschläge offen, wenn es weitere Infos gibt, weitere Probleme, weitere Interessen, dann mache ich dazu ein Video. Lasst es mich einfach wissen. Bis demnächst, ihr Wortschätzchen, und viel Spaß weiterhin beim Deutschlernen.